Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend hier bei uns im Heinz-Sixdorf-Museumsforum. Für alle die, die heute live hier ins Haus gekommen sind, aber genauso begrüße ich auch die Zuschauer, die online sich dazugeschaltet haben. Für die Leute, die heute hier vor Ort sind, will ich nur aus Datenschutzgründen sagen, sie werden nicht gefilmt, man sieht sie also nicht in dem Online-Stream. Ja, worum geht es heute? Um das Smartphone, das ist natürlich eines unserer großen Themen. Sie haben hoffentlich auch in unserem Museum schon die Ausstellung, diesen Ausstellungsbereich gesehen, den wir haben zum Thema Smartphones. Wir haben auch ganz interessante Smartphones von vielen Prominenten, also dem Papst, dem ehemaligen amerikanischen US-Präsidenten und so. Die stellen wir immer wieder in wechselnder Reihenfolge aus, müssen sich mal anschauen. Ja, Smartphone, ich weiß nicht, wie genau es angefangen hat, aber auf jeden Fall mit so einem, ne, Telefon noch. Also es kann, hat sogar die Uhrzeit, Kalender, Wecker, Adressbuch. Und jetzt haben Sie alle, ich könnte jetzt eine Umfrage machen, wer hat sowas nicht dabei? Also Sie haben es wahrscheinlich an. Einer traut sich, zwei trauen sich, okay. Die überwiegende Mehrheit hat so ein Ding dabei. Und die Veränderung ist wahnsinnig groß zwischen diesen Geräten. Also das kann alles, was das Alte auch kann. Aber dieses kann natürlich noch unendlich viel mehr. Und es macht zum Beispiel beim Online-Banking Dinge, da müssen wir genau darauf achten, dass unsere Daten dann nicht verloren gehen oder an andere gehen. Oder was passiert, wenn ich jetzt so eine Wetter-App öffne, um zu wissen, wie ist das Wetter hier in Paderborn oder wie wird es morgen? Was kann da eigentlich passieren, außer dass mir jemand sagt, ob sonnig wird? Das sind ganz spannende Themen. Man kann eben nicht so dahinter gucken, was das bedeutet, mit so einem Smartphone umzugehen. Helfen wird uns heute dabei Stefan May. Er ist freier Autor und Journalist, aus Berlin gekommen, der sich mit diesen digitalen Themen sehr gut auskennt. Wir hatten ihn schon einige Male bei uns. Beispielsweise hat er auch ein Buch geschrieben zum Thema Darknet. Darüber hat er hier auch schon einen Vortrag gehalten. Das finden Sie auch im Buchhandel. Das ist jetzt mein Werbeblock für ihn. Dann übernehme ich das. Also ein sehr spannendes Buch über die dunklen Seiten des Internets. Ja, er selbst hat Soziologie und Publizistik studiert und schreibt zu verschiedenen Themen, die alle in unserer digitalen Welt thematisiert werden. Und insbesondere neben diesen technischen Aspekten fragt er auch nach den Auswirkungen, die der Einsatz dieser Geräte für unser Leben hat. Er ist als Journalist für Print- und Online-Medien tätig, schreibt beispielsweise für Spektrum, Heise Online, Golem oder ZDF Online. Also ein ganz versierter Fachmann für dieses Thema. Wir machen es so, dass wir am Ende des Vortrags Fragen einsammeln hier aus dem Publikum, aber auch aus dem Online-Stream. Sie können also über den YouTube-Kanal, können Sie da Ihre Fragen stellen oder Kommentare abgeben. Das wird die ganze Zeit live auch begleitet und am Ende des Vortrags kommen auch diese Online-Fragen hier auf die Bühne. Zudem können Sie auch noch eine E-Mail schreiben, wenn Sie Fragen haben. Die E-Mail-Adresse ist vortrag@hnf.de. So, jetzt wünsche ich uns und einen interessanten Abend und freue mich auf den Vortrag von Stefan May. Vielen Dank, hallo an Sie alle. Das Smartphone als Datenschleuder. Ich würde vermuten, dass fast jeder von Ihnen in den letzten 10 Minuten, Mikros aus, die Maske, Ich würde vermuten, dass fast jeder von Ihnen in den letzten 10 Minuten mindestens einmal aufs Handy geschaut hat. Das Handy gehört ja fast schon so ein bisschen, ist ein Teil unseres Körpers und dieses kleine Gerät, das illustriert perfekt die Widersprüchlichkeit von digitaler Technik. Auf der einen Seite ist das Smartphone das praktischste Spielzeug, was wir Menschen jeweils hatten. Das Smartphone ist nicht nur ein Telefon und Computer, sondern das Smartphone ist auch ein Terminplaner, ein Notizbuch, eine Kamera. Man kann mit dem Smartphone einkaufen.
man kann damit Musik hören, man kann mit dem Smartphone navigieren, es ist eine Landkarte und mit etwas Glück kann man sich über das Smartphone auch verlieben und die große Liebe finden. Und gleichzeitig sind Smartphones unverschämte und respektlose Plaudertaschen, die permanent privateste Daten über uns durchs Netz schicken. Und Smartphones sind sehr viel größere Datenschleudern als normale Computer. Sie wissen einfach sehr viel mehr über uns. Wir haben Smartphones fast immer bei uns, sie sind fast immer an, teilweise sogar nachts, wenn sie im Flugmodus sind. Und Smartphones haben an allen Ecken irgendwelche Sensoren eingebaut, Sinnesorgane. Die haben digitale Augen in Form von Kameras, die haben digitale Ohren in Form von Mikrofonen. Smartphones können die Beschleunigung messen, können das Magnetfeld und die Helligkeit in der Umgebung messen. Und vor allem Smartphones können metergenau rausfinden, wo wir uns befinden. Deswegen sind Smartphones auch so ein bisschen etwas wie eine Ortungswanze, die wir völlig freiwillig und fröhlich mit uns herumtragen. Und ich würde am Anfang gerne so ein kleines Gedankenspiel mit Ihnen machen. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben ein Protokoll über sich und da steht drin, wo Sie sich wann aufhalten den ganzen Tag, wann Sie wach sind, wann Sie schlafen, wann Sie zur Arbeit gehen und mit wem Sie sich treffen. Und da steht auch so ein bisschen so ein paar Eigenschaften über Sie drin, wie alt Sie sind, wo Sie wohnen, wie Sie politisch ticken, wie Ihr Liebes- und Sexualleben aussieht, wie Ihre politische und wirtschaftliche, Ihre gesundheitliche und wirtschaftliche Situation ist. Und das alles kommt in die Akte. Und jetzt würde ich Sie fragen, mit wem Sie diese Akte teilen würden. Und Sie würden vielleicht sagen, naja, die würde ich mit meinen Liebsten teilen und mit meiner Familie. Und wenn ich Sie jetzt aber fragen würde, ob Sie es okay fänden, wenn die durchs Netz geschickt wird an alle ganz verschiedene Unternehmen, die Sie noch nicht mal alle kennen, würden Sie vermutlich sagen, auf gar keinen Fall. Und ein Smartphone, das ist so ein kleines bisschen wie eine solche Akte. All diese Informationen können auf Smartphones anfallen. Smartphones wissen wahnsinnig viel über uns und sie teilen diese Informationen sehr freigebig mit allen möglichen Unternehmen. Was sind das für Unternehmen? Das sind zum einen Betriebssysteme, die erfahren besonders viel, deswegen ist der eine Strich hier so ein kleines bisschen dicker. Und dann sind auf den Smartphones alle möglichen kleinen Programme installiert, die beliebten Smartphone-Apps, und die bekommen auch jede Menge Daten. Und ich würde mir in der nächsten Stunde gern mit Ihnen diese seltsame Welt der Smartphones anschauen. Und es geht immer darum, was da mit unseren persönlichen Informationen und mit unseren Daten passiert. Als erstes geht es um die Betriebssysteme und dann schauen wir uns die Welt der Apps an. Und im zweiten Teil möchte ich skizzieren, was Sie tun können, um diese Datenflüsse einzuschränken und dafür zu sorgen, dass das Smartphone so ein kleines bisschen weniger dreist Ihre persönlichen Daten durchs Netz schickt. Fangen wir an mit den Betriebssystemen. Was ist ein Betriebssystem? Ein Betriebssystem, das ist so ein bisschen etwas wie das Gehirn eines technischen Gerätes. Es ist eine Art Überprogramm, das bestimmt die Spielregeln und das bekommt alles mit, was auf dem Gerät passiert. Und es gibt in der Welt der Smartphones zwei Betriebssysteme. Es gibt iOS und es gibt Android. iOS, das gehört zum IT-Konzern Apple. Und das läuft auf dem iPhone und auch auf dem iPad. Ein iPhone, das kommt immer als Gesamtpaket. Sie bekommen ein Gerät, das kommt von Apple, Sie bekommen das Betriebssystem, Sie bekommen verschiedene Apps mitgeliefert und Sie bekommen außerdem einen Marktplatz, einen App Store, über den Sie andere Apps installieren können. Und wenn Sie da etwas kaufen, bekommt Apple immer eine Provision zwischen 15% und 30%. iPhones, die sind meistens teurer als andere Geräte. Die sind so beliebt, weil sie so elegant funktionieren. Und das ist bei aller Kritik ein Vorteil. Bei iPhones kommt alles aus einem Haus. Das heißt, es ist alles gut aufeinander abgestimmt. Und ein weiterer Vorteil ist, dass Apple versucht, ihre Daten zu schützen, zumindest vor externen Unternehmen. Beispielsweise hat Apple letztes Jahr eine Regelung eingeführt, bei der Apps sie fragen müssen, ob sie bestimmte Daten von ihnen bekommen müssen. Und das hat tatsächlich sehr viel datenschutztechnisch verändert.
Es gibt allerdings einen kleinen Haken und der ist, dass bei Apple selbst wahnsinnig viele Daten anfallen. Wenn Sie bei der Einrichtung eines Smartphones nicht ganz genau hinschauen, dann kann es sein, dass wahnsinnig viele persönliche Daten an Apple gehen, zum Beispiel Ihre Fotos, Ihre Kontakte, Ihre Kalendereinträge oder Ihre Browser-Chronik, also was Sie im Safari-Browser von Apple, welche Webseiten Sie aufrufen. Und all diese Daten, die landen dann im Datenzentrum von Apple, die sogenannte iCloud. Und dann gibt es noch eine sehr viel weitergehende Datenübertragung, und zwar das Backup. Ein Backup, das ist eine Sicherheitskopie fast Ihres kompletten Geräteinhaltes. Und das ist auf der einen Seite wahnsinnig praktisch. Wenn Sie Ihr iPhone verlieren und es geklaut wird und Sie kaufen sich ein neues, dann können Sie mit wenigen Klicks dieses iPhone den Inhalt wiederherstellen, als wäre nichts passiert. Das Tückische ist aber, dass fast Ihr kompletter Geräteinhalt bei Apple lagert, und zwar unverschlüsselt. Das heißt, Apple kann in Ihr komplettes Gerät hineinsehen und kann die Daten auswerten und an Behörden übergeben, wenn es dazu gezwungen wird. Das Apple, iOS, das Betriebssystem, hat in Deutschland einen Marktanteil von etwa 30%. Das ist das zweitmeist genutzte Betriebssystem. Und die besondere Bedeutung, die besondere Macht, die liegt aber gerade darin, dass es ein solches Gesamtpaket ist. Gerät, Betriebssystem, App Store, Apps, alles kommt aus einem Haus. Wenn Sie ein iPhone verwenden, dann bewegt sich fast Ihr komplettes digitales Leben datentechnisch im Kosmos von Apple. Das zweitmeist genutzte Betriebssystem, das ist Android, und das kommt auf einen Marktanteil von etwa 70%. Und bei Android ist es ein kleines bisschen komplizierter. Bei iOS ist es ganz einfach, iOS gehört zu Apple. Android gehört formal nicht zu Google, praktisch aber schon. Dieses Zeichen, das hier, das ist das mathematische Zeichen für annähernd gleich. Sie werden gleich verstehen, was damit gemeint ist. Hinter Android steht eine ungewöhnliche Konstruktion. Android, dieses Betriebssystem, wird von einem Firmenzusammenschluss entwickelt, der Open Handset Alliance. Das ist ein Screenshot von deren Webseite. Und das ist ein Zusammenschluss von sehr großen Unternehmen der Technologiebranche. Da ist die Telekom dabei, da ist Vodafone dabei und da ist ein Handyhersteller wie Samsung dabei. Und angeführt wird diese Allianz allerdings von Google, und Google leistet auch die meiste Arbeit. Und diese Allianz gibt Android, das Betriebssystem, zur Nutzung frei. Das heißt, Android ist keine klassisch kommerzielle Software. Android ist Open Source, wie es in der Textsprache heißt. Das heißt, jedermann kann diese Software frei verwenden, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen. Und das müsste eigentlich bedeuten, dass dieses Betriebssystem maximal frei ist und niemand da irgendwas zu sagen hat und niemand Regeln diktieren kann. In der Realität ist allerdings das Gegenteil der Fall. Wenn Sie ein handelsübliches Android kaufen, dann ist das fast immer Google-Land. Wie kommt das? Dann schauen wir uns mal die Konstruktion hinter Android an. Faktisch besteht Android aus zwei Teilen. Es gibt zum einen den freien, den offenen Teil. Das ist das Android Open Source Projekt. Das wird von dieser Allianz entwickelt. Und zu diesem freien Teil gehört das Betriebssystem und gehören verschiedene Basis-Apps, die mitgeliefert werden. Auf der anderen Seite gibt es den kommerziellen Teil, quasi das Google Android, und was sich dort abspielt, das ist klassisch Eigentum von Google. Und zu diesem Google Android gehört zum einen die Marke, also Google hält das Recht am Begriff Android. Zum Google Android gehört der Marktplatz, über den man Apps installieren kann, Google Play, und zu Google Android gehören die Play-Dienste. Die kennt man außerhalb der Tech-Branche gar nicht, und die sind aber ziemlich wichtig. Das sind nämlich Zusatzhilfsdienste, die Apps benötigen, damit sie richtig funktionieren. Und wenn ich jetzt ein Handyhersteller will und ich möchte dieses wunderschöne, gut funktionierende Betriebssystem Android auf meinem Gerät installieren, ich möchte Android draufschreiben und ich möchte, dass die Leute dort Apps installieren können und dass die Apps auch ohne Fehlermeldung laufen, dann muss ich trotzdem mit Google Verträge schließen und muss die Bedingungen des Konzerns erfüllen.
Und mit Android ist Google ein strategischer Geniestreich gelungen, man könnte sogar sagen, ein Ganovenstreich. Android ist Open Source und dieses Open Source Konzept, das entstammt eigentlich der nicht kommerziellen Digitalwelt. Vielleicht kennen Sie den Firefox Browser, der ist nicht kommerziell und der ist auch Open Source. Oder vielleicht kennen Sie das E-Mail-Programm Thunderbird oder das Textprogramm LibreOffice. Das sind alles transparente Programme, die offenlegen, wie sie funktionieren und die von jedermann frei genutzt werden können. Und Google hat dieses eigentlich nicht kommerzielle Open-Source-Projekt Konzept genommen, hat Android so entwickelt und hat es aber so geschafft, sich so geschickt da einzubauen in die Logik, dass Google da trotzdem die Regeln diktieren kann und dass Android eine ganz wichtige Säule der Daten- und Wirtschaftsmacht von Google geworden ist. Und wenn Sie ein Android-Gerät im Handel kaufen, ist das fast immer Google Android. Standardmäßig laufen alle möglichen Daten an Google. Welche genau und was man da machen kann, das schauen wir uns dann später an. Außerdem ist der App-Marktplatz Play Store immer vorinstalliert, es sind verschiedene wichtige Hilfsdienste vorinstalliert und auch immer eine Reihe an anderen Google-Apps, die die Gerätehersteller mit draufpacken müssen. Das kann zum Beispiel die Browser-App Chrome sein von Google oder die YouTube-App oder die Karten-App Google Maps. Und nicht zu vergessen, wenn Sie ein handelsübliches Android einrichten wollen, müssen Sie sich mit einer Google-E-Mail-Adresse einloggen oder die sich anlegen. Das heißt faktisch, wenn Sie ein Android verwenden, sind Sie quasi permanent bei Google eingeloggt. Und es wird sogar noch ein kleines bisschen komplizierter. Ein weiterer Akteur sind nämlich noch die Hersteller, also das sind so Firmen wie Samsung oder Huawei. Und die nehmen dieses Android-Betriebssystem, erfüllen die Bedingungen von Google und versuchen dann aber ihrerseits noch so ein paar eigene Apps draufzupacken, um auch noch an Daten der Nutzer zu kommen. Aber der Löwenanteil der Daten, der geht an Google. Auf dem Markt der Smartphone-Betriebssysteme gibt es also eine Zweierherrschaft von Google und Apple. Das sorgt zum einen für eine extreme Ballung von Daten und auch von Umsätzen. Google und Apple, die kassieren jeweils, wenn man eine App in dem offiziellen Store kauft, zwischen 15% und 30%, weil das eine Bezahl-App auch ist und auch wenn man innerhalb der App irgendwie eine Funktion kauft. Bei Google, bei Android kann man noch alternative App-Stores installieren. Bei Apple geht das gar nicht. Apple ist ein extrem geschlossenes System. Und ich finde das ziemlich tragisch, dass es eigentlich nur diese zwei großen Betriebssysteme gibt, die zu den zwei großen IT-Konzernen gehört. Es gab auch mal ein bisschen Bewegung. Microsoft hatte mal versucht, ein eigenes Smartphone-Betriebssystem auf den Markt zu pressen mit ganz, ganz viel Aufwand. Das hieß Windows Phone und die sind kläglich gescheitert. Der Markt war einfach schon zu weit entwickelt. Und das ist nicht so wahnsinnig tragisch, dass Microsoft das nicht geschafft hat, aber was wirklich tragisch ist, es gab 2013 mal den Versuch eines nicht kommerziellen Smartphone-Betriebssystem. Zwar hatte die Stiftung Mozilla, das ist die Stiftung, die den Browser Firefox entwickelt, die hatte ein eigenes vollständiges Smartphone-Betriebssystem auf den Markt geworfen namens Firefox OS und die sind aber auch kläglich gescheitert. Der Markt war einfach schon so weit entwickelt, dass sie da nicht mehr reingekommen sind und heute gibt es diese Zweierherrschaft von Google, von Android und von iOS. Und da ist es ziemlich schwer, an den Unternehmen vorbeizukommen. Wir wollen uns aber im zweiten Teil anschauen, inwiefern es man vielleicht trotzdem irgendwie hinbekommt, ein Smartphone-Betriebssystem zu nutzen, ohne dass permanent Daten an Apple oder Google gehen. Und jetzt soll es aber erstmal um die zweite Gruppe von Akteuren auf Smartphones gehen, und zwar um die Apps. Auf Smartphones haben wir alle möglichen kleinen Programme installiert. Wir haben Dating-Apps drauf, wir haben Navigations-Apps drauf, wir haben Rezepte- und Koch-Apps drauf, wir haben Wetter-Apps drauf, wir haben Nachrichten-Apps drauf und, und. Und Apps sind ein wichtiger Grund, warum auf Smartphones so wahnsinnig viele Daten anfallen und warum Smartphones so wahnsinnig große Datenschleudern sind. Auf PCs hat man meistens nur sehr wenige externe Programme installiert. Man hat vielleicht
vielleicht ein oder zwei oder drei Browser installiert, ein E-Mail-Programm, ein Textbearbeitungsprogramm, ein Media Player und das war's. Und auf Smartphones macht man aber wahnsinnig viel über Apps. Auf PCs geht man mit dem Browser auf die Webseite einer Nachrichtenseite oder einer Wetterseite oder man loggt sich auf der Webseite eines Datingdienstes ein und auf Smartphones hat man für alles spezialisierte kleine Programme. Man hat eine Wetter-App, man hat eine Nachrichten-App und man hat eine Dating-App. Sie können mal kurz überlegen, kurz überschlagen, wie viele Apps Sie auf Ihrem Smartphone haben. Ich würde schätzen, es sind mindestens ein Dutzend, vielleicht sogar auch 20, 30 oder mehr. Und die Betreiber dieser Smartphones, die bekommen ebenfalls sehr, sehr viele Daten von diesem Gerät. Und wir wollen jetzt erstmal verstehen, wie das Verhältnis von Apps und Daten funktioniert. Und um das zu verstehen, braucht es einen Schlüsselbegriff, und zwar Berechtigungen. Eine Berechtigung, die legt fest, auf welche Bereiche und auf welche Daten Ihres Handys eine App Zugriff hat. Und vielleicht kennen Sie den Begriff nicht, Sie hatten aber auf jeden Fall schon mal damit zu tun. Wenn Sie eine App installieren und starten, werden Sie sehr oft gefragt, ob Sie bestimmte Zugriffe erlauben wollen. Hier fragt mich beispielsweise eine Navigations-App, ob sie meinen Standort haben will, und eine Diktiergerät-App fragt mich, ob sie Zugriff auf mein Mikrofon haben darf. So sieht diese Abfrage bei Android aus, so sieht die beim iPhone aus. Und es gibt eine Dutzende Berechtigungen, von den meisten Berechtigungen kriegt man gar nichts mit, die werden Apps einfach so erteilt. Und dann gibt es aber besonders kritische, besonders sensible Berechtigungen, bei denen müssen Sie gefragt werden, und wenn Sie Ja sagen, dann dürfen die Apps auf diese Daten zugreifen, und wenn Sie Nein sagen, dann dürfen die das nicht. Die wohl wichtigste zustimmungspflichtige Berechtigung, das ist der Standort. Und das kann entweder ein grober Standort sein, der kann Sie über mehrere hunderte Meter verorten, oder das kann ein sehr genauer Standort sein, der verortet Sie auf mehrere Meter genau. Beim groben Standort, da wird geschaut, mit welcher Funkzelle Sie sich verbunden haben, das heißt mit welchem Funkmast. Und bei dem genauen Standort, das läuft zum einen über Satellitendaten, also über GPS oder über WLAN-Netzwerke in der Umgebung. Wenn Sie sich mit Ihrem Handy mit dem WLAN verbinden wollen, sehen Sie auch andere WLANs, in deren Namen, und Google und Apple, die betreiben Datenbanken, in denen für die halbe Welt vermerkt ist, wo welche WLANs mit welchen Namen zuletzt beobachtet wurden, und auf die Art können die quasi indirekt sehr genau verorten, wo sich Ihr Handy befindet. Und das sind wahnsinnig sensible Daten. Wenn Ihre Betriebssysteme oder wenn Apps Ihren Standort bekommen, vielleicht sogar permanent Ihren Standort bekommen, wird Ihr Handy tatsächlich zur Ortungswanze, und Firmen, Unternehmen können ganz genau nachvollziehen, wann Sie sich wo aufhalten, wo Sie hingehen, wen Sie kennen, wo Sie arbeiten und so weiter. Und um den Zugriff auf solchen Standort, da bitten in der Regel Navigations-Apps darum, aber auch ortsbasierte Dating-Apps, aber manchmal auch ganz andere Apps, zum Beispiel Messenger-Apps oder Shopping-Apps. Ebenfalls sehr sensibel sind die Kontakte oder das Telefonbuch, und das verrät auch wahnsinnig viel über einen, nämlich wen Sie kennen. In Ihrem Telefonbuch stehen Ihre Familienangehörigen drin, Ihre Freunde, Ihre Bekannten, Ihre Kollegen, aber vielleicht steht da auch eine Arztpraxis drin, zu der Sie regelmäßig gehen. Und um den Zugriff auf Kontakte bitten vor allem Messenger-Apps, weil die Ihnen sagen wollen, welche anderen Telefonnummern ebenfalls bei dieser Messenger-Apps angemeldet sind, aber manchmal auch ganz andere Apps wie Musik-Streaming-Apps oder Dating-Apps. Und ebenfalls zustimmungspflichtig und sensibel sind noch der Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon. Und das ist völlig selbsterklärend. Also wenn man Zugriff auf die Kamera hat, kann eine App Fotos oder Videoaufnahmen von der Umgebung und von Ihnen machen. Und beim Zugriff auf Mikrofon kann sie Audioaufnahmen von Ihnen machen. Und es gibt Berechtigungen, die machen völlig Sinn. Beispielsweise für Messenger-App ist es völlig plausibel, dass Sie Zugriff auf Ihre Kamera und Ihr Mikrofon haben wollen. Wenn Sie dann nämlich Videotelefonie machen wollen, dann würde das ansonsten nicht funktionieren.
Und dann gibt es aber auch Apps, die wollen Zugriffe, die einfach, wenn man so mit gesundem Menschenverstand draufschaut, überhaupt keinen Sinn machen. Ich hatte beispielsweise mal eine verbreitete Diktiergeräts-App und die wollte Zugriff auf mein Mikrofon. Das habe ich da gestartet und das hat auch völlig Sinn gemacht. Und dann ist sie aber plötzlich irgendwann auf die Idee gekommen, dass sie auch Zugriff auf mein Telefonbuch haben wollte und auf Geräte in der Umgebung. Und das war überhaupt nicht plausibel. Und da sind bei mir so ein bisschen die Alarmglocken haben geläutet und da war irgendwie klar, also die machen da irgendwelche komischen Sachen und wollen diese Daten für irgendeinen Zweck verwenden, der einfach überhaupt nicht mit einer Diktiergerätsfunktion kompatibel ist. Und dann können Sie den Zugriff verweigern und es gibt Apps, wenn Sie den Zugriff verweigern, dann funktionieren die trotzdem. Die nerven Sie nur manchmal so ein bisschen und erinnern Sie daran, dass Sie den Zugriff gerne hätten. Und es gibt Apps, die funktionieren dann nicht mehr, die streiken dann. Und dann haben Sie die Wahl, entweder Sie schlucken die Kröte, weil Sie die Apps unbedingt nutzen wollen, oder Sie entscheiden sich gegen die App und installieren eine andere. Bei der Diktiergeräts-App, die war ziemlich frech und wollte dann nicht mehr funktionieren, als ich den Telefonbuch Zugriff nicht gestatten wollte und dann habe ich sie einfach runtergeworfen und eine andere installiert. Über die wichtigen Berechtigungen, da entscheiden Sie beim ersten Starten der App, aber Sie werden später auch, haben Sie die Möglichkeit nochmal nachzusteuern, nochmal zu schauen, welche Berechtigungen haben welche Apps und dann können Sie auch Berechtigungen wieder entziehen. Wie genau das aussieht, das schauen wir dann uns im zweiten Teil an. Ein zweiter wichtiger Mechanismus, um das Verhältnis von Apps und Daten zu verstehen, das sind Hintergrunddatenströme. Es gibt viele Apps, die haben externe Dienstleister eingebaut. Das sind externe Unternehmen, die helfen beim Geldverdienen oder die helfen beim technischen Betrieb der App. Und die große Frage ist also nicht nur, wer ist der Anbieter der App und vertrauen Sie denen, sondern immer auch, welche anderen Unternehmen sind noch mit im Spiel, wenn Sie die App nutzen. Und es ist ziemlich schwer herauszufinden, was im Hintergrund passiert. Es gibt ein sehr nettes Berliner Webprojekt, ein öffentlich gefördertes, das heißt Mobil Sicher. Und die haben 30.000 Android-Apps installiert und dann untersucht. Und dann kann man sich die anschauen und kann sich zeigen lassen, was da im Hintergrund passiert und wer welche Daten bekommt. Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe mir mal diese 30.000 Android-Apps genommen, die untersucht haben und habe geschaut, welche Firmen da besonders häufig vorkommen und das ist das Ergebnis. Also das interpretiert man folgendermaßen, also 30.000 Android-Apps wurden untersucht, es wurde geschaut, inwiefern in der Datei der App Datenströme zu anderen Unternehmen festgelegt sind und in 86% der Android-Apps waren Datenströme zu Google eingelegt, in 86%. Warum ist Google so beliebt? Google betreibt zum einen einen Analysedienst namens Google Analytics und mit dem können Webseiten, aber auch App-Betreiber schauen, was machen die Leute in der App, verstehen die App und klicken oder tippen sie da drauf, wo sie drauf tippen sollen, damit sie irgendwie ein Produkt kaufen oder irgendwo hinkommen sollen. Und außerdem betreibt Google ein sehr beliebtes Werbenetzwerk für Apps namens AdMob. Der zweitwichtigste Akteur im Hintergrund, das ist Facebook. Facebook ist in Wahl 38% der Android-Apps installiert und Facebook betreibt ebenfalls ein Werbenetzwerk und Facebook betreibt auch einen Login-Dienst. Es gibt Apps, da können Sie sich entweder ein eigenes Profil anlegen oder Sie können sich entscheiden, dass Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto dort anmelden und dann ist das bequemer, aber das bedeutet dann, dass auch immer, wenn Sie die App nutzen, gleichzeitig Daten an Facebook geben. In der Rangliste der Hintergrunddienstleister kommen dann einige Unternehmen, die kennt man nur, wenn man Brancheninsider ist, die heißen AppsFlyer, Mopub oder Adjust. Und auf Platz 6 kommt Amazon. Und Amazon spielt ebenfalls eine sehr wichtige Rolle, die wird hier in den Zahlen sogar ein kleines bisschen unterschätzt. Was nämlich Mobil Sicher nicht gemacht haben, die haben nicht geschaut, wo die Daten tatsächlich liegen und da kommt Amazon ins Spiel. Amazon ist der größte Anbieter von Cloud-Dienstleistungen.
Was ist ein Cloud-Anbieter? Es gibt Unternehmen, die betreiben auf der ganzen Welt Rechenzentren. Und als Webseitenbetreiber oder als App-Anbieter kann ich mich entscheiden, dass ich meine Daten nicht selbst lagern will und dass ich die nicht selbst zu den Nutzern schicke, sondern dass ich zu so einem Cloud-Dienstleister gehe und den das machen lasse. Und das ist meistens preiswerter, als wenn ich das selber mache, und das ist meistens auch störungsfreier. Und die absolute Nummer eins im Datenwolkengeschäft, das ist Amazon mit Amazon Web Services. Und es gibt einige Apps, die wickeln ihre kompletten Daten über Amazon ab. Das macht beispielsweise Netflix und das machen die Dating-Apps Tinder und Grindr und das macht die Messenger-App Signal und der Dateitauschdienst WeTransfer. Das heißt, wenn Sie die Apps Tinder, Grindr oder Signal nutzen, dann kommunizieren Sie eigentlich mit den Rechenzentren von Amazon. Amazon kann nicht reinschauen in die Daten, weil die verschlüsselt sind, aber Amazon kann nachvollziehen, wer mit wem kommuniziert und bekommt immer so einen kleinen Obolus für die Dienstleistung von dem App-Anbieter. Und diese Hintergrunddienste, die sind aus Datenschutzsicht ziemlich problematisch. Die sorgen nämlich dafür, dass noch mehr Unternehmen immer mit im Spiel sind, wenn sie Apps nutzen, und zwar immer wieder die gleichen, vor allem Google. Und ich möchte Ihnen mal auf die Webseite von dem Google-Werbenetzwerk AdMob zeigen. Da kann man nämlich gut verstehen, wie so die Logik ist, warum diese Hintergrunddienstleister so beliebt sind. Also Google betreibt ein Werbenetzwerk für Apps und über dieses Werbenetzwerk kann ich als Unternehmen zu Google gehen und kann in Tausenden oder Millionen verschiedenen Apps Werbung schalten. Das heißt, Google ist ein Werbevermittler und bekommt immer so eine kleine Provision. Und sagen wir mal, ich bin jetzt ein App-Anbieter, ich habe eine tolle App entwickelt, die schon so ein paar Millionen Nutzer hat und dann gehe ich auf die Website und Google sagt mir, ich soll so ein Formular ausfüllen, ich gebe an, auf welche Region sich meine App bezieht, auf welches Betriebssystem und aus welcher Kategorie, sagen wir mal Fitness und Wellness, und dann sagt mir Google, wie viel Umsatz ich voraussichtlich erziele. Wenn ich 50.000 User habe, dann ist es noch überschaubar mit $1.000 Jahresumsatz. Wenn ich aber jetzt 2 Millionen Nutzer habe, dann bekomme ich schon $45.000 von Google jedes Jahr. Das heißt, Google, also diese Werbenetzwerke, die versprechen den Apps, du musst eigentlich überhaupt nichts tun, du musst nur so ein paar Zeilen Quellcode in deine App einbauen, den Rest erledigen wir und du kriegst einfach jedes Jahr die Geschenks von uns. Und deswegen sind gerade diese Werbenetzwerke, vor allem von Google, aber auch von Facebook und von anderen, so wahnsinnig beliebt und horchen auch immer mit, wenn sie Apps nutzen. Neben Berechtigung und neben den Hintergrunddatenströmen gibt es dann noch ein drittes Konzept zum Verständnis von Apps und Daten, und zwar die Werbe-ID. Und die bringt diese beiden Bausteine, also die Berechtigungen und die Hintergrunddatenströme, so ein kleines bisschen zusammen. Und bei der Werbe-ID, da geht es um die Frage, wie man sie appübergreifend nachverfolgen kann. Und das Wiedererkennen von Leuten, das ist wahnsinnig wichtig für die Werbeindustrie. Das Ziel, wenn Unternehmen Werbung schalten, ist nämlich, dass man Leute möglichst zielgruppengenau anspricht. Ein einfaches Beispiel, ich habe ein Unternehmen und das möchte beispielsweise für eine Werbekampagne Frauen zwischen 40 und 60 ansprechen, die in einer Großstadt wohnen und die ein hohes Einkommen haben. Und wenn dieses Unternehmen jetzt zu einem Werbenetzwerk geht, das nichts über seine Nutzer weiß, dann wird diese Werbung allen Usern vorgesetzt und das Unternehmen verliert ziemlich viel Geld, weil auch Leute auf diese Anzeige klicken, die überhaupt nicht zur Zielgruppe gehören. Und wenn jetzt aber das Unternehmen zu einem Werbenetzwerk geht, was sehr viel über seine Nutzer weiß, zum Beispiel das Werbenetzwerk von Google, dann ist das völlig anders. Dann kriegt das Werbenetzwerk das vielleicht hin, dass die Werbung wirklich nur den Leuten vorgesetzt wird, die zur Zielgruppe gehören. Und deswegen ist das Unternehmen bereit, sehr viel mehr Geld für jeden Klick zu bezahlen, weil es einfach so gut passt. Und daraus ergibt sich eine ganz, ganz einfache Logik, je mehr ich als App über meine User weiß und je mehr ich als Werbenetzwerk über die User weiß, desto profitabler ist das. Und besonders spannend ist,
dass man nicht nur rausfinden kann, was machen Leute in einer App, sondern dass man rausfinden kann, wenn jemand mehrere Apps nutzt, dass es die gleiche Person ist. Das heißt, wir haben jetzt eine Person, die nutzt eine Messenger-App, eine Dating-App, eine Wetter-App, eine Musik-App und eine Nachrichten-App. Und spannend wäre es jetzt für das Werbenetzwerk, rauszufinden, dass das jedes Mal die gleiche Person ist. Und wie geht das? Dafür bräuchte es einen Kennwert, der immer wieder gleich ist, und das ist die Werbe-ID. Und die Werbe-ID, das ist so eine Zeichenkette, die wird vom Betriebssystem bereitgestellt. Das ist zum Beispiel eine Werbe-ID von Android. Und diese Werbe-ID, die kann jede App bekommen und die können auch all die Dienstleister, all die Werbenetzwerke bekommen, die in die App eingebaut sind. Und die Logik, die ist dann die folgende: Ich bekomme als Werbenetzwerk eine Werbe-ID angezeigt, dann schaue ich in einer Datenbank nach, ob zu dieser Werbe-ID schon ein Eintrag besteht. Und in dem Eintrag steht dann vielleicht Ihr Name drin, Ihr Alter drin, Ihre Interessen drin und Ihr Wohnort drin, und dann wird Ihnen für Ihr Profil zugeschnittene Werbung vorgesetzt. Und die Betriebssysteme, die haben schon immer die Möglichkeit geboten, die Werbe-ID einzuschränken, aber es war lange Zeit nie klar, wie effektiv das tatsächlich ist. Und da hat sich letztes Jahr ziemlich viel bewegt, und zwar ist das vor allem Apple zu verdanken. Apple hat nämlich eingeführt, dass iPhone-Apps Sie fragen müssen, wenn Sie die beim ersten Mal starten, ob Sie das sogenannte App-Tracking erlauben. Und App-Tracking bedeutet, dass die App Zugriff auf Ihre Werbe-ID hat. Und wenn Sie das ablehnen, dann bekommen die nicht mehr die Werbe-ID zu sehen, sondern nur eine Folge von Nullen und können nichts damit anfangen. Und das hat viel bewirkt. Mark Zuckerberg von Facebook hat wahnsinnig darüber geschimpft und es gibt Berichte darüber, dass den großen IT-Konzernen Milliarden an Einnahmen entgangen sind, einfach nur, weil sie nicht mehr über diese Werbe-ID Nutzer appübergreifend nachverfolgen können. Und Android, also Google, hat dann im gleichen Jahr irgendwann nachgezogen. Die haben das ein bisschen die haben das ein bisschen komplizierter gemacht. Seit Ende 2021 kann man nämlich in den Einstellungen kann man festlegen, dass die Werbe-ID gelöscht wird. Also die Apps können normalerweise diese Werbe-ID sehen, aber man kann manuell noch nachsteuern. Und beides ist ein ziemlicher Fortschritt aus Datenschutzsicht. Damit können Sie nämlich dieses appübergreifende Nachvollziehen der Handynutzung ziemlich gut und ziemlich elegant aushebeln. So, eine kleine Zusammenfassung. Wir haben diese Smartphones, auf diesen Smartphones sammeln sich wahnsinnig viele Daten und es gibt eine ganze Reihe an Datenflüssen. Und es gibt zum einen die Datenflüsse an eine Vielzahl von Apps. Die Apps stehen auch nicht alle für sich alleine. Es gibt auch so Ballungen, zum Beispiel betreibt Facebook 3 sehr beliebte Apps und Google betreibt eine ganze Reihe an beliebten Apps. Dann gibt es die Datenflüsse zu den Hintergrunddienstleistern. Das sind zum einen Unternehmen, die man außerhalb der Werbebranche nicht kennt. Und dann gehen aber auch sehr viele Hintergrunddaten an Amazon, Google, Facebook. Google betreibt einen beliebten Analysedienst, Amazon einen Cloud-Dienst und alle drei IT-Unternehmen betreiben sehr beliebte Werbevermittler, die sehr gerne in Apps eingebaut werden. Und dann gibt es drittens noch die Datenflüsse zu den Betriebssystemen und da sind besonders viele Informationen im Spiel. Wenn Sie iOS nutzen, gehen Daten an Apple und wenn Sie Android nutzen, gehen Daten in der Regel an Google. Und die Google und Apple, die sind aber nicht so ganz gleichrangig. Wenn Sie ein iPhone nutzen, geht wahnsinnig viel an Apple und wenn Sie aber kein iPhone nutzen, haben Sie mit Apple so gut wie nichts zu tun. Und andersrum funktioniert es aber nicht. Auch wenn Sie ein iPhone nutzen, bekommt Google wahnsinnig viele Daten von Ihnen, weil auch die iPhone-Apps das Werbenetzwerk von Google und den Google-Analysedienst eingebunden hat. So, also Smartphones sind eine wahnsinnig feine, praktische Sache, aber es sind auch ziemlich dreiste Geräte, die sehr respektlos wahnsinnig viele Daten durchs Netz schicken, was so ein bisschen blöd ist. Was kann man jetzt dagegen tun?
Ich möchte Ihnen verschiedene Möglichkeiten vorstellen. Zum einen möchte ich Ihnen Möglichkeiten vorstellen, wie Sie die Apps so ein kleines bisschen einschränken können und wie Sie, was Sie bei den Betriebssystemen machen können. Ich zeige Ihnen immer Navigationspfade, die habe ich dann, die zeige ich erst mit Screenshots und dann habe ich die übersichtlich noch auf eine Folie gepackt und dann würde ich Sie immer ermuntern, Ihr Handy rauszunehmen und einfach sich mal Sachen anzuschauen. Und es gibt außerdem ein Handout, das sieht ausgedruckt so aus und da sind die Navigationspfade auch nochmal drauf und das finden Sie dann im Anschluss auf der Veranstaltungswebseite des HNFs. Als erstes würde ich Ihnen empfehlen, eine kleine Inventur zu machen. Welche Apps haben Sie auf Ihrem Handy und welche nutzen Sie tatsächlich? Sie haben bestimmt Dutzende Apps und ich würde fast vermuten, dass ein oder zwei oder drei Apps drauf sind, die Sie irgendwann mal installiert haben vor ein, zwei Jahren und die Sie einfach nie genutzt haben oder die Sie vergessen haben und die dann noch so ein kleines bisschen rumschimmeln und dann können Sie sich fragen, ob Sie die nicht vielleicht löschen wollen. Eine App, die auf Ihrem Handy existiert, die kann auch keine Daten über Sie ansammeln. Man kann zwar die Apps über die Berechtigungen ganz gut in den Griff kriegen, aber es gibt immer Zugriffe, die nicht berechtigungspflichtig sind, bei denen man nichts machen kann und da kann es doch sein, dass dann auch diese Apps irgendwelche Daten von Ihnen bekommen. Und beim Betriebssystem Android gehen Sie auf den Startbildschirm, streichen nach oben und dann sehen Sie eine Liste von Apps und beim iPhone sehen Sie die Liste der Apps sofort auf dem Startbildschirm. Und wenn Sie dann mit dem Finger auf eine App drauf tippen und den Finger aber drauf lassen, dann haben Sie die Möglichkeit, die App zu deinstallieren und ich würde Sie jetzt mal bitten, Ihr Handy mal kurz rauszuholen und mal zu schauen, welche Apps Sie drauf haben und welche Sie nicht nutzen, vielleicht mal so eine Minute lang. Und Sie müssen die ja nicht gleich löschen, vielleicht wollen Sie sich noch mal überlegen, aber Sie können das ja vormerken. So, das war das Erste. Jetzt kommen wir zu den Berechtigungen. Wir erinnern uns, Berechtigungen, die regeln, was eine App auf Ihrem Handy darf, auf welche Daten sie zugreifen darf, auf welche Bereiche sie zugreifen darf. Und es gibt eine ganze Reihe an Berechtigungen, die sind auch teilweise, wenn man sich die Beschreibungen durchliest, sind die gar nicht verständlich. Aber es gibt vier besonders wichtige Berechtigungen, und zwar Standort. Da geht es darum, wo Sie sich aufhalten, teilweise auf Meter genau. Es geht um Kontakte, das Telefonbuch und es geht um die Kamera und auf das Mikrofon. Und wenn Sie eine App installiert haben und die starten, dann können Sie sich anschauen oder dann werden Sie gefragt, ob Sie die Berechtigung erteilen und Sie können aber auch immer nachsteuern. Und das schauen wir uns jetzt mal an, zuerst mit Screenshots und dann habe ich die Navigationspfade nochmal zusammengetragen. So sieht das bei Android aus. Das ist mit dem Samsung Galaxy erstellt. Bei den meisten Android-Geräten ist es genauso. Bei einigen Modellen ist es ein bisschen anders und das habe ich auf der Folie dann nochmal vermerkt. Also beim Samsung gehen Sie in die Einstellungen, klicken auf Apps und dann sehen Sie rechts oben drei kleine Punkte übereinander, da kommen Sie ins Menü und da tippen Sie auf Berechtigungsverwaltung. Und wenn Sie in einer Berechtigungsverwaltung sind, das sieht so aus, da werden Ihnen die wichtigsten Berechtigungen vorgestellt und es wird jeweils gesagt, wie viele Apps diese Berechtigung haben und wie viel Sie haben wollen. Und wenn Sie dann auf eine Berechtigung klicken, zum Beispiel Kontakte, dann sehen Sie, welche Apps den Zugriff haben. Und wenn Sie so ein bisschen nach unten scrollen, dann sehen Sie auch noch die Apps, die den Zugriff gerne hätten, aber denen Sie das nicht gestattet haben. Und wenn Sie dann eine App auswählen, zum Beispiel WhatsApp, dann können Sie den Zugriff wieder entziehen. Beim iPhone gehen Sie in Einstellungen, gehen in Datenschutz und dann sehen Sie schon die wichtigsten Berechtigungen, können dann auf eine Berechtigung draufklicken, zum Beispiel Ortungsdienste, sehen dann, welche App diesen Zugriff hat und wenn Sie dann auf eine App draufklicken, dann können Sie den Zugriff wieder entziehen. In der Regel können Sie zwischen Ja und Nein sich entscheiden.
Das sieht dann meistens so aus, also zulassen, nicht zulassen. Und beim Standort können Sie aber noch ein bisschen detaillierter nachsteuern. Da können Sie sich entscheiden, dass eine App niemals Zugriff auf den Standort hat, dass die immer Zugriff auf den Standort hat. Das ist relativ sensibel. Dann kann die App nämlich auch im Hintergrund laufen und Ihren Standort bekommen. Oder Sie können festlegen, dass Sie jedes Mal gefragt werden wollen, wenn der Standort ermittelt werden soll, oder dass der Standort nur rausgeht, wenn Sie die App verwenden. Und beim Standort können Sie außerdem meistens noch festlegen, ob Sie nur den ungefähren Standort freigeben wollen, das sind mehrere hunderte Meter, oder den genauen Standort, das sind mehrere Meter. Und jetzt würde ich Sie noch mal bitten, das Handy rauszuholen, falls Sie es nicht schon gemacht haben, und sich das mal anzuschauen, damit Sie es zumindest mal gesehen haben. Also das da unten ist iOS, Einstellung, Datenschutz, dann sehen Sie die Berechtigungen. Beim Samsung, bei vielen anderen, gehen Sie in Einstellungen, Apps, tippen dann auf drei Punkte rechts oben und kommen dann zum Berechtigungsmanager. Beim Pixel ist der Berechtigungspfad ein kleines bisschen kürzer und bei einigen chinesischen Herstellern sieht der auch ein kleines bisschen anders aus, aber Sie landen irgendwann alle beim Berechtigungsmanager und dann können Sie die Berechtigungen sich anschauen und anschauen, welche App den Zugriff bekommt. Da jetzt die meisten, glaube ich, schon zwischendurch aufs Handy geschaut haben, würde ich mal nur sagen, eine halbe Minute und dann können Sie das ja zu Hause dann nochmal nachvollziehen. So, ich lasse die Folie mal noch ein bisschen, während ich zum nächsten Punkt gehe. Das nächste, was wir uns anschauen wollen, das ist die Werbe-ID. Und die Werbe-ID ist eigentlich auch eine Berechtigung. Da geht es darum, ob eine App auf was zugreifen darf, aber die wird vom Betriebssystem anders behandelt als normale Berechtigungen. Und bei der Werbe-ID, da geht es darum, dass man sie appübergreifend nachverfolgen kann über so einen bestimmten Wert, so eine Folge von Zeichen, die jedes Mal gleich ist. Und beim iPhone, da müssen Sie mittlerweile gefragt werden, ob Sie dem sogenannten App-Tracking zustimmen. Und wenn Sie ablehnen, dann bekommen die Apps und die Werbenetzwerke nur eine Folge von Nullen angezeigt, mit der Sie nichts anfangen können. Und Sie können außerdem in die Einstellung gehen und da können Sie sich zum einen anschauen, welche Apps die Werbe-ID gerade bekommen. Gehen Sie in Einstellung, Datenschutz, Tracking und dann sehen Sie, welche Apps das bekommen. Ich habe jetzt mal testweise der Bild-App und der McDonald's-App das erlaubt. Und wenn Sie dann auf rechts auf diesen weißen Kreis in dieser grünen Ellipse tippen, dann können Sie den Zugriff wieder entziehen. Und außerdem, da oben sehen Sie noch die Zeile Apps erlauben, Tracking anzufordern. Und wenn Sie das auch ausstellen, dann werden Sie gar nicht mehr gefragt, ob Sie die Werbe-ID rausgeben wollen, sondern da merkt sich das iPhone-Betriebssystem, dass Sie das nicht wollen. Und Apps bekommen niemals Ihre Werbe-ID. Und wenn Sie das einstellen, werden Sie zusätzlich noch, können Sie noch festlegen, dass die Apps, die bisher die Werbe-ID bekommen haben, dass die das auch nicht mehr dürfen. Bei Android gehen Sie in Einstellungen, gehen in Google, tippen auf Anzeigen und dann haben Sie die Möglichkeit, die Werbe-ID zu löschen. Sie haben darüber auch die Möglichkeit, die Werbe-ID zurücksetzen, dann bekommen Sie eine andere, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Sie können die genauso gut auch löschen. So, und das ist jetzt wieder der Navigationspfad. Schauen Sie sich das nochmal an. Also beim iPhone können Sie zum einen sich anschauen, welche Apps die Werbe-ID gerade bekommen und können den Zugriff dann entziehen und dann können Sie einfach standardmäßig festlegen, dass Apps die Werbe-ID niemals bekommen dürfen. Und beim Android können Sie die Werbe-ID löschen. Falls Sie das nicht sehen, das kann sein, dann liegt das daran, dass auf Ihrem Handy die neueste Android-Version noch nicht läuft. Also diese Möglichkeit, die Werbe-ID zu löschen, gibt es erst seit Android 12.
Und manchmal lassen sich Handyhersteller so ein kleines bisschen Zeit, bis sie eine neue Android-Version anpassen und auf das Handy draufspielen. Und gerade bei preiswerten Handys dauert das manchmal relativ lange oder passiert gar nicht. Das heißt, wenn Sie das nicht sehen, dann müssen Sie warten, bis Sie aufgefordert werden, eine neue Android-Version zu installieren von Ihrem Handy. Und bei älteren Android-Versionen haben Sie die Möglichkeit, die Werbe-ID zurückzusetzen. Dann bekommen Sie eine neue Werbe-ID. Und wenn Sie das regelmäßig machen, machen Sie es so ein kleines bisschen schwieriger, sie nachzuverfolgen. Und Sie können auswählen, personalisierte Werbung deaktivieren. Und das ist aber was ziemlich Schwaches. Das ist nämlich eher so eine Kann-Maßnahme. Also dann bekommen die Apps ihre Werbe-ID, aber bekommen die Informationen, dass es ihnen lieb wäre, wenn sie nicht über die Werbe-ID getrackt werden. Und sie können aber nicht nachvollziehen, ob die sich tatsächlich daran halten. So viel zur Werbe-ID. Und dann hatten wir uns die Problematik der Hintergrunddatenströme angeschaut. Und das ist ziemlich wichtig ist. Also da gehen wahnsinnig viele Daten, gehen vor allem an Google, aber auch an Facebook und Amazon. Und da kann man leider ziemlich wenig machen. Man kann theoretisch Werbe- und Tracking-Blocker einbauen, die auf dem ganzen Smartphone Werbung blockieren, aber das ist technisch ziemlich kompliziert und dann funktionieren auch viele Apps nicht mehr so richtig gut, weil die Apps das natürlich nicht mögen, wenn sie die Werbenetzwerke aussperren. Und was ich Ihnen aber empfehlen würde, ist, dass Sie bei der Auswahl einer App das mit berücksichtigen. Also nicht nur berücksichtigen, vertrauen Sie dem Anbieter, finden Sie die App gut, sondern auch, was macht die noch so im Hintergrund. Und es gibt eine Gruppe an Apps, die in der Regel in all diesen Punkten sehr gut abschneiden, und zwar Open-Source-Apps. Und Open Source, diesen Begriff hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Android ist nämlich Open Source. Also Open Source ist ein Konzept, das ist eine Lizenz und die bedeutet zum einen, dass jeder die Software frei verwenden kann und es bedeutet auch, dass die Bauanleitung der App, also der Quellcode technisch besprochen, dass der veröffentlicht wird. Und das bedeutet, dass Leute, die etwas von IT verstehen, sich anschauen kann detailliert, ob was die App macht, ob sie nur das tut, was sie sagt, dass sie tut, oder ob sie vielleicht irgendwelche Hintertüren oder irgendwelche Sicherheitslücken eingebaut hat. Und diese Open-Source-Apps, die sind in der Regel sehr viel datenschutzfreundlicher als andere Apps. Die begnügen sich meistens mit sehr wenigen Berechtigungen und haben gar nicht oder nur sehr spärlich Hintergrunddienstleister eingebaut. Und oft handelt es sich auch um nicht kommerzielle Projekte, die also keinen Anreiz haben, mit den Daten möglichst viel Unsinn zu machen. Wie findet man jetzt solche Open-Source-Apps? Es gibt zum einen bekannte, nicht kommerzielle Projekte, die auch Apps anbieten. Wikipedia hat eine eigene App, über die können Sie dann direkt Wikipedia-Artikel lesen. Der Firefox-Browser, den kennen Sie vielleicht vom PC, der hat eine eigene App, die sehr empfehlenswert ist. VLC, das ist ein Abspielprogramm, ein Media Player, mit dem Sie Videos und Audios abspielen können. Den gibt es auch als App und auch den Anonymisierungsbrowser Tor. Und dann gibt es auch noch spezialisierte Open-Source-Apps, die es vor allem für Smartphones als App gibt. Die Signal-App, der Messenger ist Open-Source, die Trema-App auch und auch die Corona-Warn-App. Und das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Die Corona-Warn-App, es war nämlich erst der Plan, dass es eine klassisch geschlossene App wird, bei der niemand nachvollziehen kann, was da passiert. Und dann gab es aber viel Druck von der Straße, von der digitalen Zivilgesellschaft und die haben quasi erzwungen, dass die Corona-Warn-App dann auch als Open-Source-App entwickelt wurde, sodass sich Organisationen wie der Chaos Computer Club im Bild machen konnten, was die App macht. Und die sind tatsächlich zum Schluss gekommen, dass die App ziemlich gut mit Daten umgeht und ziemlich sauber ist. In dem Handout, was Sie auf der Webseite vom HNF finden, da habe ich Ihnen verschiedene Apps, verschiedene gute Open-Source-Apps verlinkt, diese bekannten Open-Source-Apps und auch noch ein paar andere. Und auf Android, wenn Sie ein Android-Gerät haben, da haben Sie eine ganz besonders komfortable Situation. Da gibt es nämlich einen Marktplatz, einen App-Store nur für Open-Source-Apps. Der nennt sich F-Droid.
Und der sieht so aus, also das ist die Startseite von F-Droid. Dann können Sie nach Begriffen suchen, nach Apps suchen und können die App dann installieren. Und das ist genau wie bei anderen, wie beim Classic, wie bei Google Play. Wenn es eine neue Version der App gibt, dann werden Sie von dem Marktplatz darüber benachrichtigt und können dieses Update installieren. Und es ist ein ziemlich spannender Marktplatz. Es gibt nämlich ein Team, das sich tatsächlich die Apps anschaut, die anschaut, was die machen, die das automatisiert und manuell untersuchen und die dafür sorgen, dass da jetzt keine unangenehmen Überraschungen einen erwarten. Und Sie finden etwa 3000 Apps darunter. Das sind sehr viel weniger als im Play Store. Und die großen, die beliebten Apps, die finden Sie dort nicht. Aber es gibt doch einige Perlen. Nicht alle Apps dort sind so gut wie die kommerziellen Alternativen, aber man findet doch immer wieder ziemlich gute Apps. Und ich mache das so, also wenn ich einen bestimmten App-Typus suche, dann schaue ich immer zuerst in F-Droid nach, ob ich da was Gutes finde und dann probiere ich das aus. Ich hatte vorhin erzählt, dass ich so ein bisschen so eine komische Erfahrung mit einer Diktiergeräts-App hatte. Die war eigentlich total nett und dann wollte die plötzlich Zugriff auf mein Telefonbuch und als ich ihr das nicht gestattet habe, wollte sie nicht mehr funktionieren. Da habe ich die runtergeworfen, dann habe ich in F-Droid nachgeschaut und habe eine ziemlich gute, nicht kommerzielle Open-Source-Diktiergerät-App gefunden, die nichts anderes macht, als wenn ich will, dass sie meine Stimme aufnimmt und das abspielt und mit der bin ich ziemlich zufrieden. Diesen Marktplatz müssen Sie einmal manuell installieren. Den finden Sie nicht im Play Store von Google, den müssen Sie über diese Webseite von F-Droid installieren und dann können Sie den nutzen. Im Handout erläutere ich Ihnen, wie Sie an diesen Marktplatz rankommen und ich habe auch Empfehlungslisten verlinkt, wo gute F-Droid-Apps vorgestellt werden. So viel zu den Apps. Jetzt kommen wir zu den Betriebssystemen, die härteste Nuss. Erinnern wir uns, es gibt zwei große Betriebssysteme. Es gibt iOS. iOS gehört zu Apple und es gibt Android. Da ist es ein bisschen komplizierter. Android gehört formal nicht so richtig zu Google, aber praktisch in der Regel schon. Und es gibt bei dem Betriebssystem eine kleine Lösung und eine große Lösung. Zuerst schauen wir uns die kleine Lösung an. Die kleine Lösung, die ist, Sie gehen in die Einstellungen und schauen sich an, was Sie da nachsteuern können. Ich zeige Ihnen das erstmal wieder mit Screenshots und dann habe ich wieder die Pfade zusammengetragen. Bei Android gehen Sie in Einstellungen, tippen auf Google-Konto verwalten, dann schieben Sie so ein kleines bisschen nach rechts, bis Sie einen Reiter namens Daten und Datenschutz sehen, manchmal heißt er auch Daten und Datenpersonalisierung und da kommen Sie zu folgendes, Einstellung für den Verlauf und das ist das Datenzentrum von Google und da sehen Sie drei Datenkategorien. Sie sehen YouTube-Verlauf, Standortverlauf und Web- und App-Aktivitäten und wenn dort ansteht und wenn so ein blauer Kreis mit einem Häkchen drin ist, dann bedeutet es, sobald die Daten auf Ihrem Handy anfallen, gehen die automatisch an Google. YouTube-Verlauf kann man sich, glaube ich, denken, das sind alle Daten von der YouTube-Webseite oder aus der YouTube-App. Standortverlauf ist auch selbsterklärend, das heißt, sobald Ihr Handy den Standort ermittelt, zum Beispiel, weil Sie eine Karten-App nutzen oder eine Dating-App, geht der Standort automatisch an Google. Also das verrät ziemlich viel über Sie. Da wird Ihr Handy so ein bisschen zur Ortungswanze. Und Web- und App-Aktivitäten, das ist eine ziemlich weitgehende Kategorie. Das umfasst alle Daten, die in Google-Apps oder in Google-Diensten anfallen. Das können Suchbegriffe in der Google-Such-App sein oder das können Ortssuchen auf Google Maps sein oder das können Ihre Suchen im App-Marktplatz von Google sein. Und wenn Sie dann auf eine dieser Kategorien drauf tippen, dann können Sie diese Datenfluss wieder deaktivieren. Dann müssen Sie auf Deaktivieren tippen, dann nochmal auf Pausieren und dann gehen die Daten nicht mehr an Google. Bei Web- und App-Aktivitäten, da gibt es noch so einen kleinen Unterpunkt weiter unten. Und zwar ist es zum einen so, da sollten Sie auch schauen, ob das an ist, dass Ihre Spracheingaben eventuell an Google gehen. Also wenn Sie mit dem Assistenten von Google kommunizieren
Und dann gibt es eine Kategorie, die ist ziemlich tückisch. Es könnte nämlich sein, dass die so gut wie alles beinhaltet, was auf ihrem Handy passiert. Die lautet, auch den Chrome-Verlauf sowie Aktivitäten auf Webseiten, in Apps und auf Geräten berücksichtigen, die Google-Dienste nutzen. Das heißt, wenn das an ist, geht die Liste ihrer Webseiten im Chrome-Browser von Google an Google und eventuell auch Daten aus allen anderen Apps. Das ist nämlich so ein kleines bisschen uneindeutig. Also es geht um Webseiten, Apps und Geräte, die Google-Dienste nutzen. Und wir erinnern uns, fast jede App und Webseite hat Google eingebaut. Also das ist so ein bisschen vage beschrieben. Aber es könnte sein, dass da wirklich alle Daten an Google gehen, wenn es an ist. Und Sie können, wenn Sie darauf tippen, können Sie das deaktivieren. Und das klingt auf den ersten Blick erstmal ziemlich klar. Es gibt da aber so einen kleinen Fallstrick, und zwar überschneiden sich die Kategorien so ein bisschen. Also das YouTube-Verlauf, dass es eine eigene Kategorie ist, macht eigentlich gar keinen Sinn. YouTube ist eine Tochter von Google, das heißt, eigentlich müssten die Daten auch hier enthalten sein. Und es wäre theoretisch denkbar, dass wenn Sie YouTube-Verlauf ausstellen, Ihre YouTube-Daten trotzdem an Google gehen, weil sie hier oben enthalten sind. Und beim Standortverlauf ist es ähnlich. Wenn Sie sich die Beschreibung von Web- und App-Aktivitäten anschauen, dann taucht da auch Standort sein. Es könnte sein, also wenn Sie Standort ausstellen, dass Ihr Standort trotzdem an Google geht, wenn das an ist. Also wenn Sie wollen, dass möglichst gar nichts an Google geht, dann sollten Sie alle drei Kategorien ausstellen. Beim iPhone gehen Sie in Einstellungen, tippen oben auf Ihre Apple-ID, tippen auf iCloud und dann sehen Sie verschiedene Datenarten und dann wird Ihnen jeweils angezeigt, ob das an Apple geht, an das Apple-Datenzentrum zum Beispiel, könnten das Ihre Fotos sein, Ihre Kontakte, Ihre Browserverlauf im Safari-Browser, und wenn Sie da drauf tippen, dann können Sie diesen Datenzugriff auch wieder entziehen. So, jetzt habe ich das nochmal so ein bisschen nicht so ganz übersichtlich zusammengestellt, weil das relativ viel zu tippen ist. Also oben, das ist Android, da tippen Sie auf Einstellung, Google-Konto verwalten, und dann sehen Sie die drei Datenarten, und beim iPhone gehen Sie in Einstellung, Apple-ID, und dann sehen Sie auch die drei Datenarten, und da würde ich nochmal vorschlagen, dass Sie sich nochmal eine Minute lang das anschauen. Das macht alles sehr viel Sinn. Es gibt noch eine kleine weitere Tücke oder einen Haken, und zwar können Sie nicht überprüfen, ob das tatsächlich passiert. Also Sie müssen Apple und Google vertrauen, dass die das auch machen. Die Betriebssysteme sind nicht Open Source, also Android ist Open Source, aber diese Google-Software, die da läuft, da kann man nicht genau überprüfen, was die macht. Und die großen IT-Konzerne, die sind schon öfters mal dabei erwischt worden, dass sie gelogen haben. Einige von denen, also die haben gesagt, bestimmte Daten erfassen wir nicht, bestimmte Daten übertragen wir nicht, und sie haben es trotzdem gemacht. Das heißt, es ist so ein bisschen Vertrauen, sie können es nicht überprüfen, aber ich finde es trotzdem sinnvoll zu sagen, liebes Apple, liebes Google, bestimmte Sachen erlaube ich dir nicht. So, und wie gesagt, den Navigationspfad finden Sie dann auch wieder im Handout. Eine weitere Einstellung, die würde ich gerne noch separat behandeln, und zwar die Frage, ob Ihr Handy ein Backup macht. Also Backup, das ist eine Kopie Ihres Geräteinhalts. Ich gehe nochmal zurück, während ich das erzähle, vielleicht sitzen Sie noch dran. Das ist eine Kopie Ihres Geräteinhaltes, und das ist praktisch, weil selbst wenn Sie dann Ihr Handy verlieren oder das geklaut wird, ist der Inhalt nicht weg und Sie können ihn wiederherstellen, aber es bedeutet auch, dass Ihre Daten bei Apple und Google liegen. Und das ist vor allem bei Apple problematisch. Bei Apple ist dieses Backup nämlich unverschlüsselt, bis auf wenige Ausnahmen wie Passwort. Das heißt, Apple kann tatsächlich in Ihr Handy hineinschauen. Und das ist wirklich ein bisschen perfide, könnte man sagen. Apple prahlt nämlich immer damit, wie wahnsinnig stark sie sich um die Privatsphäre ihrer Nutzer kümmern. Und das iPhone ist sehr gut verschlüsselt, das Android auch. Das heißt, selbst wenn jetzt die Polizei oder wenn Apple an ihr Smartphone
Smartphone kommen würde, könnten die nicht an die Daten rankommen, weil die verschlüsselt sind mit ihrem Gerätepasswort. Aber Apple ermuntert sie beim Einrichten, ein Backup anzulegen. Das heißt, ihre Daten automatisch an Apple zu schicken. Das heißt, wenn sie das machen, ist der Geräteschutz im Grunde genommen völlig egal, weil der Geräteinhalt sowieso bei Apple liegt. Bei Android ist es ein bisschen anders. Bei Android werden die Backups standardmäßig verschlüsselt, bevor das Gerät sie an Google schickt. Das heißt, Google kann eigentlich nicht hineinschauen, aber ich habe trotzdem so ein bisschen Bauchschmerzen damit. Google gibt an, dass die Backups mit dem Passwort des Google-Kontos verschlüsselt werden, was ich nicht für allzu sicher halte. Das dürfte Google relativ leicht rekonstruieren können. Und Google sagt, dass bestimmte weitere Daten noch zusätzlich mit dieser Gerätesperre verschlüsselt sind, die sie haben. Und das dürfte aber auch relativ gut zu knacken sein, weil meistens die meisten Leute da keine sonderlich komplizierte Gerätesperre verwenden. Und deshalb würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie, jetzt kommen wir zu den Screenshot, dass Sie einfach mal schauen, ob Ihr Handy ein Backup macht. Beim iPhone gehen Sie Einstellungen, tippen auf Apple ID, tippen auf iCloud und dann sehen Sie, ob es ein iCloud-Backup gibt oder nicht, also ob da ein- oder aussteht. Und dann können Sie das deaktivieren. Bei Android gehen Sie in Konten und Sicherung. Bei einigen Modellen müssen Sie auch in Google gehen und kommen da auf einen ähnlichen Navigationspfad. Und dann gehen Sie in der Zeile Google Drive auf Sichern von Daten. Wenn Sie kein Backup machen, dann sehen Sie folgende Folie. Also dann sehen Sie, werden Sie aufgefordert, das Backup zu aktivieren. Und wenn Sie ein Backup machen, dann sehen Sie Folgendes. Und das ist jetzt nochmal der Navigationspfad. Also ich würde Sie einfach ermuntern, kurz mal reinzuschauen, eine halbe Minute, ob Sie ein Backup machen. Es kann sein, dass Sie das mit Absicht machen und dass Sie die Vorteile, dass Sie das abgewogen haben und die Vorteile für Sie überwiegen. Aber es wäre auch denkbar, dass Sie vielleicht gar nicht mitbekommen haben beim Einrichten, dass Sie ein Backup erstellen. Und dann können Sie sich überlegen, ob Sie das vielleicht wieder abmelden wollen. So, das war jetzt die kleine Lösung. Also kleine Lösung bedeutet, man nimmt das Betriebssystem so, wie es ist und schaut sich aber an, was man für Möglichkeiten hat, nachzusteuern. Man kann da einiges machen. Das Problem ist, man kann nur nicht überprüfen, ob das tatsächlich respektiert wird. Und die beste Lösung, die wäre eigentlich, dass man ein alternatives Betriebssystem verwendet, das gar keine Daten an Google oder Apple schickt. Und das ist leider ziemlich kompliziert. Bei PCs, da geht es ziemlich gut. Bei PCs gibt es auch zwei Betriebssysteme. Es gibt Windows, das gehört zu Microsoft, und es gibt macOS, das gehört zu Apple. Und es gibt eine sehr nette alternative Betriebssystemfamilie namens Linux. Die hat so ein bisschen Tücken, aber man kriegt damit doch ein sehr gut funktionierendes, völlig unabhängigen PC zum Laufen. Und bei Smartphones, da gibt es leider nicht. Es gab mal den Versuch eines nicht kommerziellen, vollwertigen Betriebssystems namens Firefox OS und das ist leider kläglich gescheitert. Und es gibt theoretisch auch Linux auf dem Smartphone, also Linux ist dieses PC-Betriebssystem, das gibt es auch auf dem Smartphone, das nennt sich Ubuntu Touch, aber da funktioniert einfach so viel nicht und das ist so kompliziert, dass man das eigentlich Leuten ohne Tech-Background nicht ernsthaft ans Herz legen kann. Ist es also völlig aussichtslos? Naja, es gibt ja dieses Android-Betriebssystem, was eigentlich frei ist und Open Source ist und eigentlich von jedermann genutzt werden könnte. Das Problem ist nur, dass es faktisch doch ziemlich stark Google verbandelt ist. Wenn Sie ein Handy im Handel kaufen, läuft da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Google drauf. Sie müssen sich mit einem Google-Konto anmelden und permanent fließen Daten an Google. Und es gibt aber Versuche, ein Android ohne
Google zu betreiben. Ich sage bewusst versuche. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Google hat sich einfach dermaßen geschickt in die Logik dieses freien Betriebssystems eingebaut, dass es fast aussichtslos ist, Google völlig rauszudrängen. Wir schauen uns nochmal die Konstruktion an. Also es gibt zum einen den freien Teil. Das ist das Android Open Source Projekt. Das kann jedermann nutzen. Das wird von einem Firmenzusammenschluss unter Leitung von Google entwickelt und wird unter einer Open-Source-Lizenz freigegeben. Und dazu gehört zum einen das Betriebssystem an sich und dazu gehören einige wichtige Basis-Apps. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite den kommerziellen Teil, quasi das Google Android. Dazu gehört zum einen der Begriff Android und dazu gehört der App-Marktplatz Google Play und dazu gehören die Play-Dienste, die viele Apps benötigen, um gut zu funktionieren. Und wenn ich jetzt ein Android nutzen will, bei dem der Hersteller keinen Vertrag mit Google hat, also bei dem nicht so ein undurchschaubarer Blumenstrauß an Google-Software läuft, dann muss ich es hinbekommen, Android zum Laufen zu bekommen, ohne diese drei Google-Elemente. Das mit der Android-Marke, das kann man zur Not verschmerzen, da muss jetzt nicht unbedingt Android draufstehen. Aber eine Herausforderung ist es, wenn der Marktplatz von Google nicht drauf läuft, Google Play, dann können die Leute nämlich keine Apps installieren, was ziemlich doof ist. Was kann man da machen? Man kann Apps über F-Droid installieren und ich finde den großartig, aber sehr viele der beliebten Apps, die findet man dort einfach nicht, die sind da nicht enthalten. Und es gibt aber eine weitere Lösung dafür, und zwar eine Art Hack, und zwar hat ein Entwickler aus Indien, aus Bangalore, hat ehrenamtlich den Marktplatz Aurora Store entwickelt. Und den installiert man sich auf dem Smartphone, der ist kostenlos und da braucht man kein Google-Konto. Und dann gibt man einen App-Namen ein und dann lädt dieser Aurora Store vom Google-Marktplatz die App herunter. Das heißt, man bekommt seine Apps weiterhin von Google. Da gibt es noch keine andere Lösung dafür. Aber man muss diesen Google-Marktplatz nicht auf dem Handy haben und man braucht auch kein Google-Konto. Das heißt, man nutzt es dann quasi anonym. Das ist der eine Zusatzdienst. Und der andere Zusatzdienst, den kennt man außerhalb der Tech-Branche, kennt so gut wie niemand, aber die sind wahnsinnig wichtig. Das sind nämlich die Google Play-Dienste. Und das sind Zusatzdienste, die Apps brauchen, damit sie gut funktionieren. Und wenn die nicht laufen, dann produzieren Apps andauernd Fehlermeldungen und funktionieren nicht. Und da gibt es auch einen Hack, und zwar MicroG. Das hat ein junger Informatiker aus Saarbrücken entwickelt und der hat Folgendes gemacht. Der hat sich angeschaut, wie diese Apps mit den Zusatzdiensten auf der einen Seite kommunizieren und wie sie mit Google kommunizieren und hat versucht, das so nachzubauen, sodass die Apps nicht merken, dass sie gar nicht mit Google kommunizieren, sondern mit diesem MicroG-Projekt und dass Google nicht merkt, dass Google nicht mit den Apps installiert, sondern auch mit diesem MicroG-Projekt. Und dieses Projekt, dieses jungen Informatiker aus Saarbrücken, das hat tatsächlich einige wichtige Funktionen nachbauen können. Es gibt beispielsweise einen Google-Hilfsdienst, über den werden Messenger-Apps aufgeweckt, wenn sie gerade im Hintergrund laufen, an eine Nachricht kommen. Und das ist total wichtig. Das sorgt nämlich dafür, dass wenn Sie eine Signal- oder eine WhatsApp-Nachricht bekommen, die immer sofort auf Ihrem Bildschirm drauf ist, ansonsten wäre das ja blöd. Und da macht MicroG Folgendes, also MicroG, dieser Zusatzdienst läuft nicht auf dem Handy und MicroG imitiert den aber, also MicroG nimmt die Benachrichtigung von Google entgegen und leitet die an die App weiter, sodass man trotzdem dann problemlos immer sofort Nachrichten bekommt. Und es gibt einen anderen Zusatzdienst, über den können Apps Kartenausschnitte einblenden, um zum Beispiel zu zeigen, wie man irgendwo hinkommt. Und da macht MicroG Folgendes, also MicroG nimmt die Anfrage nach einem bestimmten Kartenausschnitt, zum Beispiel von Paderborn entgegen und leitet die aber nicht an Google weiter, sondern leitet die Anfrage an OpenStreetMap weiter. Das ist ein nicht kommerzielles Kartenprojekt und dann bekommt die App den Kartenausschnitt von OpenStreetMap zu sehen und denkt aber, dieser Kartenausschnitt würde von Google kommen. Und dann gibt es noch einen weiteren Zusatzdienst, über den können Apps den genauen Standort ermitteln, und zwar über WLAN-Netze in der Umgebung. Google betreibt eine Datenbank, in der es für die halbe Welt vermerkt, wo
welche WLAN-Netze mit welchen Namen zuletzt beobachtet wurden. Und auf diesem Weg können dann Apps wirklich punktmetergenau den Standort ermitteln. Und da macht MicroG etwas Ähnliches wie eben. Also MicroG nimmt die Anfrage entgegen und leitet die aber nicht an Google weiter, sondern leitet die an die Firefox-Stiftung weiter. Das ist diese Stiftung, die den Firefox-Browser betreibt und die mal versucht hat, ein eigenes Betriebssystem zu starten, was aber gescheitert ist. Und die betreibt aber weiterhin noch so eine WLAN-Netz-Datenbank. Das heißt, der Standort kommt dann nicht von Google, sondern kommt von dieser Stiftung. Und dieses MicroG-Projekt, das kann viele Hilfsdienste schon sehr gut imitieren oder ersetzen, aber noch nicht alle. Zum Beispiel kann man noch keine In-App-Zahlungen quasi leisten über diesen Hilfsdienst. Und der ist aber trotzdem ziemlich praktisch. Der schafft es nämlich, dass man ein Android zum Laufen bekommt, auch wenn nicht dieser riesen Blumenstrauß an Google-Diensten draufläuft, den man kaum kontrollieren kann. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an alternativen Android-Betriebssystemen, die versuchen, irgendwie mehr oder weniger ohne Google auszukommen. Lineage, das ist sowas wie die Mutter aller Alternativ-Androids. Die meisten anderen Androids basieren auf Lineage. I und IOD kommen aus Frankreich. I hat noch einen Werbeblocker eingebaut. Graphene OS und Calyx OS, die kommen aus den USA. Und Replicant, das ist so für die ganz Harten, die versuchen wirklich alle nicht kommerziellen Elemente zu vermeiden. Und dann funktionieren aber einige Sachen nicht. Und diese Betriebssysteme, die gehen meistens diese skizzierten Wege und die haben dann teilweise noch besondere Apps installiert, also verschlüsselte Nachrichten-Apps, verschlüsselte Telefonie-Apps oder verschlüsselte Backup-Apps. Wie bekommt man diese alternativen Androids auf das Handy? Man kann theoretisch ein handelsübliches Android umrüsten. Ich sage bewusst theoretisch, das ist nämlich ziemlich kompliziert und man kann das Handy auch crashen, selbst wenn man Informatiker ist. Und was man aber machen kann, ist, dass man fertige Handys kauft. Diese Betriebssystemanbieter, die betreiben teilweise Webshops und auf denen kann man fertige Handys mit solchen befreiten Alternativ-Androids kaufen. Das sind beispielsweise Fairphones mit Alternativ-Androids oder das sind meistens gebrauchte, wieder aufbereitete Smartphones, zum Beispiel Samsung-Geräte, die dann auch ein bisschen preiswerter sind. Im Handout habe ich Ihnen Text verlinkt, an dem ich diese verschiedenen Ansätze mal porträtiert habe und wo Sie auch dann schauen können, wie Sie an diese Alternativ-Androids kommen. Es ist also tatsächlich kompliziert, ganz ohne Google auszukommen, das geht so gut wie nicht. Also Sie haben gesehen, bei diese Ansätze, die arbeiten meistens dann doch mit Google. Also bei den meisten Alternativ-Androids bezieht man weiterhin seine Apps von Google. Man hat nur so eine Art Mittelsmann eingebaut. Aber die Alternativ-Androids machen trotzdem Sinn. Wenn Sie ein handelsübliches Android kaufen, dann läuft einfach so viel Google-Software drauf, dass Sie die kaum kontrollieren können. Sie können zwar bestimmte Einstellungen vornehmen, aber Sie wissen nicht, was sonst noch im Hintergrund passiert. Und bei diesen alternativen Androids, da können Sie einfach sehr punktgenau nur dann Google nutzen, wenn es nicht anders geht. Und ansonsten können Sie andere Wege gehen. So, damit wären wir durch beim Thema Smartphone und Daten. Ich habe nochmal diese schöne, bunte, verwirrende Ansicht. Also in der Mitte haben wir dieses schöne Handy und es schickt permanent Daten durchs Netz. Es schickt zum einen Daten an die Anbieter der Betriebssysteme, es schickt Daten an Hintergrunddienstleister und es schickt Daten an die Betriebssysteme. An die gehen besonders viel Daten und nochmal ein bisschen mehr Daten gehen an Google. Google betreibt sehr populäre Apps. Google ist der wichtigste Anbieter von Hintergrunddienstleistungen, hat ein großes Werbenetzwerk und Analysedienst und steht außerdem hinter dem meistgenutzten Android-Betriebssystem. Und auch wenn Sie ein iPhone nutzen, gehen ziemlich viele Daten an Google, weil auch iPhone-Apps Google eingebaut haben. Handys sind wahnsinnig praktisch und gleichzeitig wahnsinnig freche
Plaudertaschen und Datenschleudern und es gibt da kein richtig und falsch. Smartphones und Apps machen sehr viel Spaß und sie machen teilweise genau deswegen Spaß, weil da so viele Daten anfallen. Diese ganzen navigationsbasierten Apps, die Karten-Apps, die Dating-Apps, die basieren gerade darauf, dass man seinen genauen Standort durchs Netz schickt und damit irgendwas gemacht wird. Und man muss einfach selbst abwägen, ob man vielleicht in bestimmten Bereichen auf Komfort verzichten will und kann oder ob einem das nicht so wichtig ist. Und ich finde es einfach gut, wenn man weiß, was das Handy macht, was es für eine Plaudertasche ist und wenn man so ungefähr grob einschätzen kann, was passiert und auch weiß, wie man nachsteuern kann. Und man muss ja nicht gleich alles umsetzen. Es gibt einige Sachen, die sind ziemlich kompliziert. Also ein alternatives Betriebssystem zu nutzen, das ist tatsächlich nicht so ganz banal und es klappt auch nie so 100% reibungslos. Aber es gibt auch ein paar sehr einfache Sachen, zum Beispiel die Werbe-ID, wo man wirklich mit weniger als 10 Klicks oder Tipps auf dem Smartphone-Bildschirm schon sehr viel verändern kann. Und sie werden die Datenflüsse nicht eliminieren können, aber man kann noch ziemlich gut nachsteuern und sie werden sehen, also man kann tatsächlich relativ viel verändern und dafür sorgen, dass das Handy trotzdem noch weiterhin so viel Spaß macht. Vielen Dank. So, jetzt übernimmt er. Ja, genau. Ja, vielen Dank, Herr May, für den interessanten Vortrag. Und jetzt beginnt unsere Fragerunde. Unser Pressesprecher Andreas Stold ist gerade runtergekommen, der die ganze Zeit online aufmerksam war. Und wir jetzt von da die Fragen einsammeln. Und ich glaube, immer so abwechselnd zwischen online und dem Publikum hier vor Ort machen wir das. Hier vor Ort ist die Bitte, dass Sie die Frage stellen. Und Herr May wird dann die Frage für alle, also auch für die Online-Zuschauer dann nochmal wiederholen. Ja, dann Feuer frei. Was ist passiert im Netz? Im Netz waren alle ganz gespannt und haben gespannt zugeschaut. Und Wir haben auch da Fragen. Aber ich denke, wir beginnen hier im Saal. Sie sind vor Ort und haben sicherlich auch Fragen. Haben Sie irgendwas Überraschendes bemerkt, was Sie nicht wussten, was so Datenflüsse angeht? Ja, Sie können ja das Wort erteilen. Ja. Ja, da ist, genau, also die Frage war, also wenn man sich die Zahlen anschaut, da könnte man ja fast marktbeherrschende Stellung nennen, also genau, also 70% Android, 30% iOS und fast überall ist Google drin. Gibt es da irgendwie Initiativen oder Überlegungen, das auch glaube ich, politisch zu verändern? Ne? Da ist tatsächlich was in Gange, das ist ziemlich spannend. Also Ende März hat sich die Kommission mit anderen, ich glaube mit dem Rat, haben die sich geeinigt auf den Digital Markets Act und das ist ziemlich spannend. Da soll nämlich gerade diese sogenannten Gatekeeper, also quasi die sozusagen den Zugang zu Märkten beherrschen, die sollen reguliert werden und wenn die eine bestimmte Nutzergruppe, ich glaube es sind mehr als 75 oder mehr als 45 Millionen User in der Europäischen Union haben, dann sollen bestimmte Regeln für die gelten und es soll ihnen zum Beispiel verboten werden, dass sie eigene Dienste bevorzugen, zum Beispiel, dass wie es der Fall ist, dass die App-Marktplätze vorschreiben, dass Apps immer Zahlungen über das Zahlungssystem von Google und Apple abwickeln und somit immer eine Provision abdrücken müssen. Oder es soll verhindert werden, dass zum Beispiel Google in den Google-Suchergebnissen eigene Vergleichsseiten bevorzugt und es soll auch verboten werden, dass gebündelt wird, also das wird sehr gerne gemacht, dass einfach quasi ein Betriebssystem ausgeliefert und verkauft wird und immer andere Sachen noch mit dazu gepackt werden. Und da ist was in Gang, das könnte ziemlich spannend werden. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob da was passiert. Also es gab schon vor einigen Jahren eine große Euphorie, da gab es nämlich die Datenschutzgrundverordnung, die ist
eigentlich schon relativ in die Jahre gekommen. Die ist im Mai 2018 ist die so richtig quasi hat die ist in Kraft getreten und die war ziemlich spannend. Die hat halt so Sachen vorgeschrieben. Es nennt sich Privacy by Default und Privacy by Design, dass Voreinstellungen immer maximal datenschutzfreundlich sind und wenn man sich in Apps und Webseiten angeschaut, ist da nicht viel von zu sehen. Und diese Datenschutzgrundverordnung hat eigentlich auch das Ziel, auch für US-Anbieter zu gelten. Und da ist noch nicht abzusehen, ob die sich tatsächlich dazu zwingen lassen. Also da ist viel in Bewegung und also das könnte spannend werden. Aber die große Frage ist, ob dann tatsächlich, also das ist im Grunde genommen auch ein diplomatisches Gezerre. Also wenn dann die EU-Kommission kann Strafen verhängen und sie haben auch mittlerweile Google schon zu mehr als 8 Milliarden Dollar Strafen verhängen, aber das kann man natürlich auch nicht immer machen, irgendwie einen Schlüsselanbieter eines anderen Landes so bestrafen. Also das wird ziemlich spannend und da ist aber was im Gange. Ja. Vielleicht eine daran anschließende Frage, die eher grundsätzlicher Natur ist, mit der Bitte um vielleicht eine kurze Antwort. Ja. Was bringt das denn, wenn ich die Daten reduziere? Warum ist das denn so schlimm, wenn die Daten an Google und an Apple gehen? Also ich finde es persönlich doof. Also ich finde irgendwie meine privaten Daten, die sollten nur an Leute gehen, denen ich das zugestehe. Ich finde es einfach gesellschaftspolitisch gefährlich. Also quasi faktisch ist es möglich, sich in das Leben jeder Einzelperson rein zu zoomen. Und allein Google und Facebook, die haben einfach ein Wissen über ihre Nutzer. Da war es davon, hätte die Stasi nur träumen können. Die Stasi musste wahnsinnig viel Aufwand betreiben, um ihre Bevölkerung auszuspielen. Und die wussten nie genau, ob das auch stimmt. Und es war sehr lückenhaft. Und bei Google und Facebook würden wenige Klicks in der Datenbank genügen, um rauszufinden, wen sie kennen, wann sie wo waren, wie sie ticken. Und ich finde das wahnsinnig gefährlich, gesellschaftspolitisch, weil wir auch sehen, dass Demokratie und Rechtsstaat auch kippen kann. Und ich finde übrigens auch, jeder hat was zu verbergen. Also es muss ja nichts unbedingt Illegales sein, aber ich glaube, bei jedem gibt es irgendwas, was einem vielleicht peinlich ist oder was vielleicht dem öffentlichen Bild widerspricht oder was einem vielleicht Probleme bereiten könnte. Also ich finde es privat sehr unschön und auch wirklich gefährlich. Ja. Okay, hier vorne war eine Frage in der ersten Reihe. Also ja, überwiegend. Kurz die Frage wiederholen vielleicht. Genau. Also die Frage war, was die Motivation der Open-Source-Entwickler ist, ob das alles Menschenfreunde sind. Ja, tatsächlich. Also ich habe mich vor kurzem sehr detailliert damit beschäftigt. Das ist tatsächlich sehr oft so, dass es Leute ehrenamtlich machen. Das ist so ein bisschen, das geht so relativ gut, weil ITler, gerade wenn die gut sind, die verdienen sehr viel. Und die haben dann vielleicht Jobs, wo sie pro Tag 2000 Euro bekommen, wenn sie irgendwie Beratung zur IT-Sicherheit haben. Und die können sich das einfach erlauben, dass sie in ihrer Freizeit an so Open-Source-Projekten mitarbeiten. Also sehr oft ist das ehrenamtlich. Es gibt dann auch sowas wie ein Open-Source-Geschäftsmodell. Also wenn man jetzt ein Entwickler ist, dann richtet sich der Preis, den man verlangen kann, ja auch nach der Reputation. Das heißt, wenn man dann ein erfolgreiches Open-Source-Projekt betreibt, kann es sein, dass man dann auch wirtschaftlich davon profitiert, weil man dann einen viel besseren Beruf hat. Oder es ist auch sehr oft so, es gibt auch Firmen, die entwickeln Open-Source, zum Beispiel Ubuntu, dieses Linux-Betriebssystem ist Open-Source und ist kostenlos. Und dann ist es sehr oft so, dass die Firmen dann quasi verwandte Dienstleistungen anbieten. Die bieten dann beispielsweise an, dass die Firmen diese Software einbauen. Zum Beispiel Trema und Wire sind so. Also Wire ist kostenlos, also dieser Messenger. Und die Firma dahinter, die verdient ihr Geld damit, dass sie irgendwie Verwaltungen und Regierungen und Verbände und Unternehmen diesen Messenger einbaut. Und das funktioniert ziemlich gut. Und es gibt auch große Open-Source-Projekte, die leben von Spenden oder von irgendwelchen anderen Einnahmen und die haben auch Angestellte. Also Mozilla beispielsweise, diese Stiftung der Firefox, die hat ziemlich viele Angestellte. Ja. Aber sehr oft ist da tatsächlich Altruismus. Das ist so. Ja. Und übrigens, sehr viele davon sitzen in Deutschland. Also die kommerzielle Netzwirtschaft ist sehr stark vom Silicon Valley dominiert und in der Open-Source-Welt sitzen sehr viele in Europa und besonders viele in Deutschland. F-Droid zum Beispiel wird maßgeblich von Leuten aus der deutschen IT-Community entwickelt. Eine ganz konkrete Frage, und zwar
German Warm stellt die Frage, gibt es Apps, die eine Sandbox für Android bereitstellen und den Apps zum Beispiel eine Kamera vorgaukeln mit schwarzem Bild? Fällt mir jetzt nichts ein, aber dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie mal sich das, dass Sie mal, im Moment, wie heißt denn das? Ich muss mal ganz kurz gucken. Dass Sie sich mal eines der Betriebssysteme anschauen und zwar, warum will der jetzt? Und zwar nicht, also, dass Sie sich mal Graphene OS anschauen. Das ist nämlich ein alternatives Android. Das hat einen bisschen anderen Ansatz. Das nutzt nicht diese Hacks, um Google zu ersetzen, sondern die haben so ein Sandbox-Prinzip. Das heißt, die haben, also man installiert diese Google-Dienste nach und betreibt Apps dann in der Sandbox. Das heißt, diese Google-Dienste haben dann tatsächlich nur Zugriff auf diese App. Also das schauen Sie sich mal an. Da die haben, glaube ich, eine gute Lösung, die in die Richtung geht. Ja. Okay, hier eine Frage hier im HNF. Sonst? Ja. Ja, das habe ich jetzt ausgeblendet. Die Frage ging nach VPN. Genau, also wie gut VPN, das habe ich jetzt ein bisschen ausgeblendet, weil das ist jetzt nicht so Smartphone-spezifisch. Natürlich bekommt der Internetanbieter auch noch immer mit, was sie machen. Das kann ihr Internetanbieter zu Hause sein, das kann ihr Mobilfunkanbieter sein oder ihr Internetanbieter oder der Internetanbieter, wenn sie sich irgendwo einloggen. Und die sehen, welche Webseiten sie aufrufen, welche Apps sie nutzen. Und da gibt es Anonymisierungsdienste. Und eines da gibt es kommerzielle Dienste, das sind VPN, sogenannte Virtual Private Networks, und das sind Firmen, die betreiben mehrere hundert oder tausende Rechenplätze, Server, und dann läuft es so, sie schicken ihre ganzen Daten zu diesem VPN-Anbieter und der schickt das dann weiter und das sorgt dafür, dass ihr Internetanbieter nicht sieht, was sie machen, sondern er sieht nur, dass sie mit dem VPN-Anbieter kommunizieren und die Website oder App sieht ihre digitale Postadresse nicht, sondern sieht nur, dass es von diesem VPN-Anbieter kommt. Und das macht in vielen Ländern mit autokratischen Systemen und vor allem mit gefährlicher politischer Überwachung macht das sehr viel Sinn, weil da der Gegner die eigene Regierung ist. Das Problem ist, diese VPN-Anbieter, die haben so eine kleine Tücke, und zwar landen alle Daten beim VPN-Anbieter. Das heißt, im Grunde genommen verschiebt sich das Problem so ein bisschen. Normalerweise weiß die Telekom oder weiß O2 alles, was sie tun. Und dann weiß der VPN-Anbieter alles, was sie tun. Der sitzt vielleicht in Finnland oder der sitzt auf den britischen Jungferninseln. Und sie müssen dem vertrauen. Und sie können dem eigentlich nicht vertrauen. Das können ehrliche Geschäftsleute sein oder ehrliche Hacker. Es können aber auch keine Firma sein, die Daten verkauft. Es könnten sogar Geheimdienste sein, die das betreiben. Also sie können nicht dorthin gehen und die Rechner quasi aufschrauben und gucken, was sie mit den Daten machen. Sie können denen nicht vertrauen. Und es gibt aber eine bessere Lösung. Also es gibt Tor, das ist ein Anonymisierungsnetzwerk, das ist eigentlich auch ein VPN, nur gibt es nicht eine Firma, sondern es gibt Verschleierungsstationen, da gibt es mehrere Tausende, die werden übrigens auch vor allem von Deutschland aus betrieben, und wenn Sie dann eine Webseite aufrufen, dann gehen Ihre Daten über drei solche Verschleierungsstationen, dann weiß Ihr Internetanbieter auch nicht mehr, was Sie machen, und Sie sind auch anonym, und der Charme dabei ist, dass es niemanden gibt, der alles über Sie weiß, sondern niemand weiß gleichzeitig, wer Sie sind und was Sie machen wollen. Und das gibt es als App, auch als Browser-App, das habe ich Ihnen auch im Handout verlinkt. Und es gibt sogar für Android gibt es eine VPN-App namens Orbot, da können Sie Ihren kompletten Datenverkehr aller Apps über Tor laufen lassen. Ja. Und also diese VPN-Anbieter, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, das zu empfehlen. Das kommt wirklich darauf an, sozusagen, vor wem man sich schützen will. Genau, weil sie haben halt immer, das Problem verschiebt sich eigentlich nur. Ja. Okay, danke. Verbunden mit einem Lob für den tollen Vortrag. Danke. Stellt ein User die Frage, wie du die jüngst aufgedeckten Einsatz der Späßsoftware Pegasus einschätzt. Ist das nur die Spitze eines Eisbergs? Ja, also ich glaube, also das sind ja alles so Sachen, die man durch Leaks rausfindet. Das ist irgendwelche Insider, quasi wie Edward Snowden, die Vernichtung ihrer bürgerlichen Existenz in Kauf nehmen und irgendwelche Daten rausschmuggeln. Und ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr. Man weiß vieles gar nicht. Und das Problem ist, also gegen so eine Spähsoftware kann man nichts tun. Die sind so wahnsinnig gut.
da nützen all die Maßnahmen nichts. Und es gab ja diesen Fall, also Jeff Bezos, ich glaube, der wurde von einem saudischen Kronprinz gehackt, der hatte dem irgendwie einen Link auf sein iPhone geschickt. Und bei Jeff Bezos würde ich A, davon ausgehen, dass er sich so ein bisschen mit Internet auskennt und dass der B, wahrscheinlich sein iPhone ziemlich gut gesichert war. Und wenn man einfach so richtig gute, zielgerichtete Spionagesoftware hat, dann schützt einen eigentlich nichts. Also vor allem nicht, also mit diesen Tricks kann man was gegenüber Massenüberwachung tun und gegen sehr einfache Attacken, aber wenn man wirklich einen ernstzunehmenden Gegner gegen sich hat und eine sehr zielgerichtete Spionagesoftware, Hacking-Software, dann kann man eigentlich nichts tun. Und übrigens, da schützt auch der Geräteschutz nicht. Also iPhones und Androids, die haben einen großen Vorteil gegen PCs, dass die standardmäßig verschlüsselt sind. Das heißt, wenn Sie das Handy hochfahren, fährt das nicht nur hoch, sondern der Inhalt wird entschlüsselt. Und wenn jemand an das Handy rankommt, der das Passwort nicht kennt, dann kommt er nicht an die Daten ran, weil die mathematisch verschlüsselt sind. Und das ist ziemlich gut. Und es gibt aber eigentlich immer, auch fürs iPhone, sobald eine neue Version erscheint, wird irgendwann bekannt, dass man das knacken kann. Also es gibt eigentlich kein sicheres Betriebssystem. Es gibt für alles Spielsoftware und da kann man nichts gegen machen. Und das Problem ist, da ist auch politisch schwer gegen anzukommen, weil der Regierung selber mit drinne hängt. Also da gab es jetzt irgendwie so ein bisschen Unmut im EU-Parlament, weil die eigentlich gerne hätten, dass die EU-Kommission sich darum kümmert, weil auch europäische Politiker ausgespäht wurden. Die wurden aber teilweise auch, ist das in europäischen Ländern passiert, und da war nicht ganz klar, ob nicht die Regierung ihrerseits auch diese Software eingesetzt haben. Also das ist politisch tatsächlich ziemlich schwierig, da irgendwas zu machen. Ja, ja bitte, da hinten ist noch eine Frage. Das ist eine gute Frage. Ich vergesse immer die Frage. Also, die Frage war, inwiefern ein Mikrofon auch aufnimmt, wenn das Handy nur da liegt. Der hat die Erfahrung gemacht, der hat über ein sehr spezifisches Thema geredet und plötzlich hat er eine Werbung gesehen. Genau, also es gibt dazu keine Erkenntnis. Es gibt sehr viele anekdotische Geschichten. Ich bekomme das öfters zu hören, dass Leute genau die Erfahrung gemacht haben. Ich habe die Erfahrung auch mal gemacht. Also man hat über irgendwas geredet und dann hat man plötzlich, wie magisch, wurde einem Werbung dazu angezeigt. Und es gibt das müsste mal systematisch erforscht werden. Wenn es passiert, wäre das meiner Meinung nach also hochgradig rechtswidrig. Und es ist auch schwer vorzustellen, wie das funktioniert. Also die eine Möglichkeit wäre, dass ihre kompletten Audioaufnahmen an das Betriebssystem oder an Werbenetzwerk gehen. Das wäre aber also datentechnisch einfach viel zu viel, die kompletten Audio-Streams zu schicken. Eine andere Option wäre, dass ihre Begriffe, die sie verwenden, dass sie lokal auf ihrem Handy ausgewertet werden, und es wäre eigentlich auch wahnsinnig rechenintensiv. Also es ist schwer, sich vorzustellen, wie das praktisch funktioniert. Es gibt aber so viele Berichte davon, dass es durchaus sein kann, dass das passiert, aber das weiß man nicht. Aber das wäre wirklich eigentlich hochkriminell, wenn es passiert. Ja. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann darf ich mich nochmal bedanken bei Stefan May. Herzlichen Dank für den Vortrag. Danke für die Einladung, danke für die Aufmerksamkeit. Ich kann nur aus eigener Erfahrung nachschieben, dass es echt Spaß macht, die Provider, die dahinter sind und die Anbieter auszutricksen, zum Beispiel mit einem alternativen Betriebssystem. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es hat auch so seinen sportlichen Reiz. Also versuchen Sie es einfach mal, das, was Stefan May hier empfohlen hat. Und damit verbunden der Hinweis, so in einer Viertelstunde, einer halben Stunde ist auch das Handout auf der Website zu finden. Dann können Sie dort das als PDF herunterladen. Genau, das sieht so aus. Also es ist jetzt kein Designmeisterwerk, aber ich habe einfach die Navigationspfade nochmal zusammengetragen und ich habe auch so verschiedene Sachen verlinkt, also die alternativen Betriebssysteme und Erklärtexte dazu. Ja, ich habe schon reingucken dürfen, also das bringt enorm viel, total viel Informationen, sehr praktisch, praxisnah, super. Dafür nochmal vielen Dank. Ja, danke. Dann bleibt mir nur noch, Sie darauf hinzuweisen, dass wir natürlich weitere schöne Veranstaltungen im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in der nächsten Zukunft haben werden. Das ist jetzt schon am nächsten Sonntag,
feiern wir den Internationalen Museumstag zusammen mit, ich glaube, 1400, 1500 anderen Museen in Deutschland. Im HNF ist am Sonntag freier Eintritt. Von 10 bis 18 Uhr kommen Sie her, schauen Sie sich die Dauerausstellung an, die beiden Sonderausstellungen, die wir haben. Wir bieten 3 kostenlose Themenführungen an, eine Online-Führung, wer zu Hause auf dem Sofa sitzen will, Internationaler Museumstag am Sonntag. Und am Montag geht es gleich weiter mit der Themenwoche, in der es von Montag bis Freitag um das Thema Gaming geht, insbesondere für Eltern, für Schüler, für Lehrer. Bietet sich ein umfangreiches Programm mit sehr vielen Vorträgen, Workshops. Gucken Sie auf die Homepage, da finden Sie alles. Ansonsten einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.